Im heutigen Marktflüster geht es um den Handelskrieg, die Amerikaner und um Gold. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Den Zusammenhang zwischen Handelskrieg, den Amerikanern und Gold, den werde ich hier gleich erklären. Nur vorab vielleicht das, was die Wall Street jetzt sehr stark beschäftigt. Es gibt die noch nicht wirklich ganz bestätigte, aber immer sehr wahrscheinliche Meldung, die inzwischen schon durch US Senior Officials, wie es in Agenturen heißt, bestätigt wurde, dass Donald Trump überlegt, Investmentbeschränkungen für amerikanische Firmen in China einzuführen. Das ist natürlich ein herber Schlag. Dazu käme dann noch wohl die Überlegung, die sehr konkrete Überlegung, dass man chinesische Aktien, chinesische Firmen von US-Börsen delistet, also praktisch runternimmt. Wir sehen, dass dann zum Beispiel eine Aktie wie Alibaba massiv gefallen ist an der New York Stock Exchange. Das wäre schon ein heftiges Ding. Schauen wir uns mal an, was das bedeuten würde. Wir haben hier Stand 25. Februar 2019 156 chinesische Firmen, die an US-Börsen gelistet sind, mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 1,2 Billionen. Der Dickfisch da vor allem Alibaba natürlich. Das ist schon eine Größe, die durchaus relevant ist. Und es ist eben jetzt die Frage, ob das noch offiziell bestätigt wird. Die Wall Street hat sofort reagiert, allerdings noch in Maßen reagiert. Wenn das kommt, dann dürfte es mit einem Handelsdeal wohl sehr, sehr schwierig werden. Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times, das Orakel von Peking, hat heute getwittert, naja, diese Landwirtschaftskäufe, diese US-Landwirtschaftsprodukte, die China erwerben will, das sei keine Konzession an die USA, sondern es sei ein Akt des guten Willens. Und wenn die Amerikaner das machen, wenn Trump das macht, nämlich Investmentbeschränkungen plus Delisting von der chinesischen Firmen an US-Börsen, dann dürfte dieser gute Wille doch deutlich nachlassen. Die Amerikaner insgesamt werden immer sensitiver, was den Handelskrieg betrifft. Ich kann mich erinnern, als damals die ganze Geschichte begann, war in US-Medien immer der Tenor, naja, das ist kein großes Thema, das ist nicht wirklich was, was uns beschäftigen sollte, denn wir gewinnen diesen Handelskrieg so oder so, weil die Chinesen eben mehr exportieren, viel mehr exportieren nach USA als andersrum. Dementsprechend wird das überhaupt kein Problem sein. Und Stück für Stück hat sich das Ganze jetzt aufgeschaukelt und wir sehen heute etwa in den Daten der US-Konsumenten, dass da durchaus was passiert ist. Wir sehen nämlich, dass die Ausgaben nur um 0,1% gestiegen sind, die Privatausgaben der Amerikaner. Die Einkommen dagegen nach wie vor sehr stabil sind mit plus 0,4% zum Vormonat. Das bedeutet, dass die Sparquote jetzt deutlich gestiegen ist, nämlich um 0,3% von 7,8% auf 8,1%. Und hier die heute veröffentlichte Verbraucherstimmung der Uni Michigan bringt das Ganze auf den Punkt. Da sagt man, die Mehrheit der Befragten sagte, ich werde vorsichtiger, bin pessimistischer in Sachen Wirtschaft, US-Wirtschaft, weil eben der Handelskrieg negative Folgen für die Wirtschaft haben dürfte. Und genau das ist der Punkt. Das sorgt für Zurückhaltung bei den US-Konsumenten. Ich hatte kürzlich mal eine Grafik gezeigt, einen Artikel gezeigt, der US-Einzelhändler, die sagen, wir erwarten jetzt bei Halloween, was ja Ende Oktober ist, soweit ich das richtig erinnere, weniger umgesetzt wird noch als im Vorjahr, eben wegen dem Handelskrieg. Also es deutet alles darauf hin, dass die Amerikaner vorsichtig werden. Jetzt ist die Frage, was wird jetzt kommen? Wir sehen insgesamt schon, dass jetzt dieser Handelskrieg eine unglaubliche Unsicherheit in die Märkte gebracht hat. Trade Policy Uncertainty ist auf einem absoluten Allzeithoch und die dürfte heute nochmal gestiegen sein durch diese Aussagen oder diese Berichte in Sachen Trump-Administration, Beschränkung von Investments von US-Firmen in China, wie auch Delisting von amerikanischen Firmen. Jetzt gibt es einen klugen Kopf namens Mike Misch, der sich das ganze Handelsbilanzdefizit der Amerikaner mal angeschaut hat. Und das Ziel von Donald Trump ist ja ganz offenkundig die Rückkehr der Produktion in die USA. Er ruft ja immer wieder die US-Firmen auf, geht raus aus China, produziert in den USA. Das kleine Problemchen dabei ist nur, dass die Produktion in den USA eben sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu China. Und das wird die US-Firmen unter Margendruck bringen. Apropos Margendruck, wir hatten heute schon oder respektive gestern Abend ja nachbörslich die Zahlen von Micron. Und da berichtet man eben von Margendruck. Durch den Handelskrieg würden die Kosten steigen, weil die Lieferketten gestört sind. So Micron, das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich sehr vorsichtig geäußert hat, eben aufgrund dieser Trade Policy Uncertainty, aufgrund der Unsicherheit, die durch den Handelskrieg verursacht wurde. Kann Donald Trump diesen Handelskrieg gewinnen? Schauen wir uns erstmal hier an
was die Amerikaner eigentlich an Handelsbilanz hatten, historisch gesehen. Da sehen wir, dass die Nation eigentlich bis 1968 konstant einen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet hat. Nur im Koreakrieg Anfang der 50er Jahre und dann kurzzeitig mal im Vietnamkrieg, da war die ganze Geschichte negativ. Aber das Ganze beginnt dann wirklich brennend zu werden für die Amerikaner mit Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation WTO. Und ab dann sehen wir, dass die Importe aus China maßgeblich und sehr, sehr deutlich steigen, während die amerikanischen Exporte nach China nicht gestiegen sind. Daher rührt dieses massive Ungleichgewicht. Und jetzt ist es eben so, dass Trump mit einer Art merkantilistischen Politik versuchte, diese ganze Geschichte umzudrehen. Was ist Merkantilismus, will ich Ihnen auch mal zeigen, ist eigentlich eine Wirtschaftsform vom 16. bis 18. Jahrhundert, deren Ziel es war, größtmögliche Förderung der produktiven Kräfte im Inland und der Erwirtschaftung von Überschüssen im Außenhandel. Das haben die Regierungen insofern gemacht, als sie die Exporte von Fertigwaren aktiv förderten und Importe von Fertigwaren aus dem Ausland behinderten. Genau das versucht ja Trump ein Stück weit zu tun. Kann er damit Erfolg haben? Mike Misch, den ich vorhin schon zitiert habe, sagt, nein, er kann es nicht. Denn es ist so, dass letztendlich eben hier die einzige Chance wäre, dass das unterbunden wird, dass wir hier sozusagen eine Drehung reinbekommen würde, war der Goldstandard, der ja sozusagen eine Geldmenge an die Goldvorkommen gekoppelt hat. Aber dadurch, dass der abrasiert wurde von Nixon und sozusagen auf Nimmerwiedersehen verabschiedet wurde, ist auch nicht mehr umsetzbar, weil einfach das Volumen des Welthandels der Wirtschaft zu groß ist im Vergleich zu den Vorkommen von Gold. Man könnte vielleicht irgendwie ein Rohstoffbasket sozusagen als Standard definieren. Das wäre vielleicht die einzige Chance, wo eben sehr viele Rohstoffe wie auch Gold drin sind. Aber Gold alleine reicht nicht. Jedenfalls kann Trump, sagt Mike Misch, dieses Problem nicht fixen. Das ist völlig unmöglich, sondern es macht einfach die Dinge nur noch schwieriger für die Konsumenten. Die Kosten steigen, die Lieferketten werden gesprengt und das ist genau das Thema, dass hier letztendlich eine Politik betrieben wird, die ja schon in den 1930er Jahren glorreich gescheitert ist und letztendlich diesmal wieder scheitern wird. Ich hatte gestern gesagt, dass ich glaube, dass Donald Trump und seine Politik letztendlich dazu führen, in dem Versuch, die alte Größe, die Nummer 1 Größe der Amerikaner in der Welt zu sichern, auszubauen, letztendlich dazu führt, dass der relative Abstieg der Amerikaner noch schneller funktionieren wird als ohne Trump. Schauen wir uns mal die Charts an, was passiert da, was ist da los? Und wir sehen, ja, da gibt es eine negative Reaktion. Angesichts der Dimension, was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Die Charts sind von Capital.com. Was wir hier sehen, ist noch eine vergleichsweise moderate Reaktion. Wenn all das stimmt, dann kann man eigentlich den Handelsdeal die Toilette runterspülen. Jedenfalls der Dow bei 26.851. Wir sehen den S&P 500 jetzt bei 2.960. Wir waren hier in diesem Bereich 2.958, der hat bisher immer gehalten. Hält er heute noch? Das ist die große Frage vor dem Wochenende. Wir sehen, dass der DAX hier auch, naja, moderat schlechte Laune entwickelt. Wie gesagt, angesichts dieser Meldung ist das noch alles sehr, sehr moderat. Wir haben den Euro-Dollar, der vorhin steigen konnte auf diese Meldung, aber die Volatilität im Euro ist vergleichsweise gering, 1,0941 aktuell. Wir sehen, dass Gold steigen kann aufgrund dieser Meldung. Jetzt wieder an der 1500er Marke und wir sehen, dass Crude Oil vorherige Gewinne teilweise wieder abgibt. Das war heute ein Hin und Her. Rouhani, iranischer Präsident, hat gesagt, ja, die Trump-Administration hat angeboten, wenn wir gesprächsbereit wären, dann würden die Amerikaner die Sanktionen erstmal aussetzen. Dann hat Trump getwittert, nein, stimmt überhaupt nicht. Die Iraner hätten ihn gefragt, ob er die Sanktionen aussetzt, so muss es heißen. Aber er habe dann Nein gesagt. Also es gibt widersprüchliche Aussagen durch den Iran und durch Trump. Wer hat recht? Keine Ahnung. Das wird die Geschichte vielleicht irgendwann erweisen. Ob die Aktienmärkte in den USA diesen herben Dämpfer in Sachen Handelsoptimismus verdauen können, ja oder nein, das ist die große Frage. Wir werden sehen, wie heute das Geschehen weitergeht. Aber das wäre natürlich schon praktisch der Abgesang auf alles, was Handelsoptimismus betrifft, denn die Chinesen werden sich das nicht gefallen lassen, würden dann selber wahrscheinlich Beschränkungen von US-Firmen in China erlassen, das zumindest ist zu erwarten und das dürfte die ganze Spirale dann weiterdrehen. Am 10.11. Oktober soll ja Liu He nach Washington reisen. Wenn diese Spirale sich jetzt weiter aufschaukelt, dann könnte diese Reise abgesagt werden. Das zumindest ist eine
nicht ganz unlogische Vermutung. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag und sage Servus und tschüss.